Schönen guten Abend und herzlich willkommen auf dem Kanal von DZFM Gaming. Wir wollen heute weiter Gas Station Simulator spielen, wenn das Spiel mich lässt. Das zickt nämlich heute wieder ein bisschen. Wir gucken mal, ob es jetzt lädt. Das hat nämlich gerade ein Problem beim Laden. Ich weiß nicht warum. Und warum bin ich eigentlich schon wieder so groß? Ah. Mal gucken, woran das liegt. Geht also gleich los. Ich habe so das Gefühl, mein lieber Schatz hat hier wieder einen Zoom reingebastelt. Hat sie. So. Jetzt habe ich eine ordentliche Größe wieder. So. Kann sich nur noch um Sekunden handeln, bis es losgeht. Wir müssen nur das Spiel wieder zum Laufen kriegen. Ihr seht, es hat beim Laden kleine Probleme, aber mir kriege das schon hier. Warte mal, ich starte es nochmal neu. Für alle, die da sind, es tut mir leid, dass ich mich so noobig anstelle, aber das liegt am Spiel gerade wieder. Es hat halt noch ein paar Schwächen. Wir müssen erstmal übers Laden. Wir warten einfach mal einen Moment. Da steht jetzt, kann eine Weile dauern. Ansonsten müssen wir einen Rollback machen zum letzten Autosave. Bleibt uns nichts anderes übrig. Wenn der Speicherstand platt ist. Ah, das sieht gut aus. Wenn das Bild wechselt, dann ist er zumindest noch am Leben. Jetzt wechselt es aber schnell, das Bild. Update 2 ist übrigens mittlerweile gekommen. Da gab es wohl angeblich ein paar Performance-Verbesserungen. Oh, guck mal, es geht. Läuft. Ja, nice. Guten Tag, die Herren. Der John kümmert sich um euch. Ich habe nämlich anderes zu tun. Ich muss den Müll rausbringen. So. Und hier den Müll einsammeln. So. Noch irgendwo? Nee, das war's an Müll. Werkstatt wartet auch schon wieder einer auf mich. Da müssen wir auch gleich mal gucken. Erstmal den Müll wegbringen. Ihr seht, wir haben noch einige Ziele offen, die wir machen müssen für die nächste Ausbaustufe. Also es gibt genug zu tun. Was ist denn hier kaputt? Oh, der hat sich sein Auto gut zerkratzt. Zweimal Kratzer. Na, was ein Glück, hatte ich da gerade nachbestellt. Ja, machen wir hier sauber. Ach, Bub, wo warst du dann mit deinem Auto? Du musst doch aufpassen mit dem Auto. Das ist doch nicht die Möglichkeit. So. Ich hoffe, dass ich bald die nächsten Mitarbeiter bekomme, weil, ja, ich laufe schon wieder so am Limit hier, was, meine Belastungsfähigkeit angeht. Er war schon der nächste wieder am Tanke. Ja, ja, gut, danke. Wenn wir schon hier sind, können wir gleich mal einen Reifen mitnehmen und wegschmeißen, bevor wir zum Tanken gehen. So, und jetzt schnell hier. Tag, 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 ich komme, ich komme. Einmal voll. Ist doch kein Thema. Gute Fahrt, nächster bitte. Gut, hier scheint der Müll. Oh ja, hier. Hier ist Müll schon wieder ekelhaft. So. Das sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir hier gleich mal durchkehren. Ich frage... Sag mal, hört ihr auch keine Musik? Warum ist eigentlich keine Musik da? Was soll das denn? Ist Musik aus? Nö, eigentlich nicht. Hm. Gibt's gerade keine Musik. Oh, toll, ey. Wobei, da habe ich gelesen. Wartet mal, das können wir mal gucken. Dass das jetzt eingefügt ist. Man kann diesen blöden Dennis ausmachen. Die Party, wenn es lassen wir an. Ah, der Dennis-Vandalismus der Wände ist aus jetzt. Sehr gut. Sandsturm brauchen wir auch nicht eigentlich. Man kann sogar Lagerdiebstahl ausschalten, aber da kümmere ich mich selber drauf. Aber diesen Dennis braucht keiner. Der ist einfach nur nervig. So, einmal durchkehren. Aber wir haben uns schon eine schöne Tankstelle zusammen aufgebaut, muss man sagen. Wenn ihr die ersten Folgen verpasst habt, alle verfügbar noch im Recast hier auf Twitch und aber auch auf unserem YouTube-Kanal. Dem könnt ihr gerne auch folgen. Der müsste eigentlich unten in den Overlays liegen. Da findet ihr inzwischen ganze Spiele, die wir da gemeinschaftlich durchgespielt haben. So, jetzt müssen wir erstmal hier kurz... das wegmachen. Farbwechsel war hier. Oh. Ich habe übrigens gelesen, dass die jetzt ein neues Spiel rausbringen, die Entwickler von Gas Station Simulator. Und zwar dasselbe in grün, nur mit einem Diner, einem Road Diner. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, ob das sein muss. Das hätte man doch auch hier als kostenpflichtiges DLC integrieren können. Da muss man doch kein neues Spiel machen. Aber da gehen wohl die Meinungen auseinander. Machen wir erstmal hier alles wieder schick, solange wir Zeit haben. Ist gerade verdächtig ruhig. Na gut, es ist nachts um 3. Gleich ist wieder alles schön gestrichen. Na, wie komme ich an die Ecke ran? So. Ja, ich komme sofort. Ich streiche nur noch hier die eine Stange fertig. So, Tag auch. Einmal voll tanken, kein Thema. Ich kann das Geld gut brauchen. Ja, ich bin ein Lifesaver. Wenn du ohne Sprit jetzt hängen geblieben wärst, wäre blöd gewesen, ne? So. Ach du liebe Güte, das sieht ja hier noch aus. Naja, wir sind ja dran. Oh. Da drin im Laden war einer, der will irgendein Eis. Das haben wir aber gerade nicht da. Das ist blöd. Müssen wir mal gucken. Aber erstmal streichen wir fertig. Vielleicht brauchen wir einfach auch eine zweite Eistruhe, dass wir noch mehr Eissorten reinnehmen können, weil in die Eistruhen passt zu wenig rein, selbst in die große. Ja, und ein Rätselheft will er auch noch. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Ich habe halt noch nicht so viel Platz gerade. Kommt alles noch. So. Jetzt sieht es doch wieder gut aus. Gut. Kunde an Kasse. Ist unser Freund in der Pause? Nee, ne? Alles gut, aber gleich geht er in die Pause. Alkohol brauchen wir auf jeden Fall nachbestellen. Oh, Eis! Oh, da haben wir noch ein paar. Guck mal. Müssen wir nur wieder auffüllen. Das war leer. Zeitung, haben wir da auch noch ein paar übrig? Ja, guck mal. 5 davon, 5 davon. Immer schön abwechselnd. Auch wieder voll. Hier ist noch ein bisschen Platz. Mal gucken. Getränketechnisch, ja, mir Rinder wäre gut, gell? Gute John. Ah, schauen wir mal. Alkohol ist fast alles alle. Mal gucken, was wir da kriegen. Ja, aber das, was ich bräuchte, nicht. Ich glaube, die haben wir nämlich beide noch. Wir bestellen trotzdem einmal nach. Dann Zigaretten ist nie schlecht nachzubestellen. Was so geht. Autopflege war auch noch ein bisschen Platz, ne? Und ich glaube, diesen Interieur und diesen Glascleaner haben wir auch noch gar nicht. Genauso wie das haben wir noch nicht und das haben wir noch nicht. Jetzt ist das Lager wahrscheinlich schon voll, aber wir gucken trotzdem nochmal bei... Oh, Mirinda ist im Angebot. Müssen wir kaufen. Und bei Snacks... Sieht nicht so gut aus. Da haben wir aber auch noch alles. Mal gucken, ob das alles passt. Hoffentlich, bitte. Jawohl. Stellen wir mal nach. So, John, du kannst in die Pause gehen gleich. Aber ich glaube, da muss ich dich doppelt bezahlen. Na dann, ich komme gleich zu dir und bezahle dich da. Erstmal müssen wir kurz in die Werkstatt. Da ist nämlich schon wieder jemand, der eine kaputte Karre hat. Oh, am Kraftstoff auch. Ach du liebe Güte, jetzt geht wieder los. Der hat zwei kaputte Spiegel. Na, hast wohl nicht so mit dem Einparken. Du parkst wohl immer eng. Ja. Einmal. Und zweimal. Gut, gute Fahrt. Dann nehmen wir gleich noch einen Reifen mit, wenn wir schon hier sind. Und schneller an Kraftstoff. John ist in der Pause, das habe ich mir gedacht. Gute Fahrt. Sie auch? Sprit? Kein Thema. Gute Fahrt. Wie sieht es eigentlich hier schon wieder aus? Ai, ai, ai. Lagerhaustor müssen wir auch die Ware annehmen gleich. Warten Sie kurz, ich bin sofort bei Ihnen. Wer da weg? Da, ich muss da durch. Müssen erst Ware annehmen, dann müssen wir kurz zum John. Ich komm doch. Komm, nein. Da haben wir viel bestellt. Also, haben wir noch ein bisschen Platz. Müll ist schon wieder voll. Ich habe den doch gerade geleert. Haben das kaputt gepatcht. Und tschüss, gute Fahrt. Nicht, dass sie da was kaputt gepatcht haben oder so. Das wäre unschön. So, dann gucken wir mal beim John vorbei. Der ist doch auch hier irgendwo. Jetzt muss ich ja... Ah. Ne, der ist hier hinten, ist der. Gucken, ob der schon ausgeruht hat. Tag. Na, ist noch nicht ausgeruht. Shit, da muss ich noch einen Moment arbeiten. Bezahlung. Ruh dich noch einen Moment aus, ich übernehme für dich. Tag, die Herren, Damen. Wo ist denn hier Müll voll? Ach, hier der. Okay. Sie wollen tanken? Kein Thema, ich komme sofort. Oh, das ist artet wieder richtig. Sobald der Mitarbeiter nicht arbeitet, artet das richtig in Stress aus. Kraftstoff muss ich nachbestellen. Mache ich auch sofort. Tag, die Damen und Herren. Ich bin sofort bei Ihnen. Ich muss kurz bestellen, dass hier tanken. Tanke. So. Nächster. Komm, 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 komm. Ich warte, auf mich wartet jemand in der Werkstatt. Aha. Da wissen wir schon, was der macht. Der will Eis essen und dabei sein Auto pflegen. Das sehen wir sofort an dem Einkauf. Nicht so ernst, oder? Nächster, bitte. Was will der? Warum kauft der sich gleich mehrfach die Zeitung? Na, von mir aus soll er machen. Alles Geld. Was ist denn mit dieser Zeitung? Wie hat er die denn so dahingestellt? Das geht doch gar nicht. Bitte. Nächster. Alles her mit eurem Zeug, gell? Ich kassiere euch alles weg, danke. So, ich schicke euch gleich John. Ich muss leider, ich habe einen wichtigen Termin. John, John, ich brauche dich. John, ich schaffe das nicht allein. John, wo bist du dann? Guck mal hier, du bist doch voll ausgeruht. Muss ich dir was bezahlen? Na, schon wieder. Gut. Aufgabenliste. Bedienen der Kasse. Los geht's. Lauf. Sieh zu. Genau, rennen. Ja, kriegen wir den in der Werkstatt noch? Das wäre ganz gut. Ja, kriegen wir noch gut. So. Und ja, sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Mein Mitarbeiter, der war wieder zu faul. Der hat wieder gefaulenzt, hat er. So, was ist bei Ihnen kaputt? Oh. 2 Reifen, eine Tür, gell? Wenn ich es richtig sehe. Das kriegen wir doch hin. Aber Sie sollten auf Ihr Auto demnächst besser aufpassen. Oh, ich muss Reifen bestellen. Immer noch nicht fertig. Gut, jetzt aber. Kann ich nicht hier auch bestellen? Doch, kann ich. Ich bestelle mal schnell hier die Reifen. Ich bestelle gleich 10 Stück. Nicht genügend Geld. Was habe ich denn gekauft? Oh, stimmt, Tatsache. 9, 8. 8 gehen. Verdammt, hatte ich nicht genug Geld. Weil, ist das der letzte Reifen, den wir haben? Hallo? Das heißt, wir brauchen Nachschub. Achso, ja, ich hatte gerade eine Großbestellung und habe fast 300 Liter Sprit bestellt. Das war natürlich teuer. Natürlich. Bitteschön, die Dame. Gute Fahrt. Nehmen wir den Reifen gleich mit. Oh, einer fährt schon vom Kraftstoff. Der ist schon sauer. Mist. Es tut mir leid. Gute Fahrt. Gehen wir mal kurz hier durch. Wir müssen nämlich nachfüllen. Wir haben nämlich mehr Rinder bekommen, endlich. Endlich wieder mehr Rinder. Hier haben wir auch noch ein paar Sachen bekommen. Schwämmchen und sowas. Schwämme. Aber die 2 Sachen hatten wir doch tatsächlich schon. Ja, fast haben alle hingepasst. Weil das ist das Regal auch mal schön voll. Hier können wir wieder nachfüllen. So. Eis. Geht auch noch ein bisschen was. So, Zigaretten habe ich noch, glaube ich. Jawohl. Bitteschön. Oh, Alkohol. Jetzt kann er wieder Geld verdienen. So, jetzt sollte ich hier dringend noch schnell sauber machen. Na, hier sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa. Aber gerade war mal ein bisschen Stress. Ich komme sofort. Tag, Tag, ich bin schon da. Wünsche. Mhm. Der hat eine interessante Art auszusteigen. Habt ihr das gesehen? So, kann ich jetzt hier in Owe sauber machen oder was? Gut. Das Hammer. Machen wir das nebenan noch sauber. Wie kann das denn sein? Ich habe hier gerade gekehrt. Wo kommt denn diese Fußspur her, Mann? So. Der sieht nämlich wieder gut aus. Jetzt können wir gucken, ob wir noch was bestellen können. Achso, der Reifentyp müsste gleich da sein. Mal gucken. Ich gucke trotzdem nochmal kurz, ob wir bei Snacks nachbestellen können. Mehr Rinderhammer. Snacks. Nee, ich brauche eigentlich die Chips, bräuchte ich mal wieder. Und Alk ist dasselbe. Da brauche ich auch die anderen Sachen, aber die natürlich... Ich mache jetzt ja wieder typisch. Und Zigaretten... Bräuchte ich die da. Und die sind natürlich zu teuer, ne? Also das ist wieder typisch. So, Werkstattkunde ist da. Aber erstmal lassen wir mal den Reifen Fatzke rein, weil ich brauche die Reifen. Ich komme! Tag. Verzieh dich. Los, schneller! Gut Fahrt. So, schnell in die Werkstatt rüber, weil da war auch einer und der hat Vorrang. Guten Tag, ihr Damen, ich bin sofort bei Ihnen. Ich muss kurz meine Reifen einlagern. Hier müssen wir, wenn wir Zeit haben, auch mal aufräumen wieder mal. Zwei Reifen, eine Tür. Bitteschön. Machen wir noch den zweiten Reifen ran. Oh, wie ist Ihnen das denn passiert? Sie dürfen doch nicht über Bordsteine fahren, die Dame. Das geht nicht. Das können Sie nicht machen. Ey, der Müll... Sag mal, haben die das jetzt kaputt gepatcht, dass der Müll alle 30 Sekunden voll ist? Oder was ist los? Kann doch gar nicht sein, dass der schon wieder voll ist. Andererseits. Glückwunsch zur Karte, Licht Amazone. Ach, gute Fahrt. Jetzt schnell an Kraftstoff. Vielleicht haben wir Glück und kriegen die noch mit. Wird aber eng. Ich denke, dass der erste gleich die Düse macht, weil er so lange gewartet hat. Tag, sorry. Nee, ich habe ihn noch gekriegt. Gut. Awesome. Tschö. Vor allem den Müll, den habe ich gerade erst rausgebracht. John ist gleich schon wieder müde. So. Ist auch gleich Tageswechsel. Haben wir vielleicht Glück und die Sachen, die ich brauche, sind im Angebot. Das wäre super. Oh ja, trink einen Schluck. Ich kann gerade nicht, ich muss kehren. Hier, der Müll auch. Die haben das reingebackt. Die sind so blöd. Hier war kein Mensch im Laden. Da kann der Müll eigentlich nicht voll werden, oder? So, hier mal nach nebenan schnell. Hier sieht nämlich auch schon wieder aus wie bei Hempels und so. Aber der nächste Patch ist schon angekündigt und da wollen sie sich wohl auch mit der Verschmutzung und so beschäftigen. Da bin ich echt gespannt. Ich will mal kurz hier ein bisschen aufräumen, weil hier sieht es aus wie bei Hempels unterm und so. Nee! 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 Ich habe gerade herausgefunden, man kann eiskalt Autoreifen in die Mülltüte machen. Da ist das Aufräumen ja zukünftig viel schneller. Das ist ja toll. Tag, einmal tanken. So, wir müssen noch 3 Autos tanken, 15 Kunden bedienen und 19 Mal Trinkgeld erhalten. Na, John, dann... Oh, John ist in der Pause. Müssen wir merken. Boah, das geht mir so auf den Sack, diese schnelle, dreckig werden. Aha, hier können wir auch schon wieder nachfüllen. Hier können wir nochmal... Zeitung ist schon alle. Ja, ja. Ich komme sofort. Moment, bitte. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Na, bei Ihnen steht wohl ein Autoputz an, ha? Ja, ja. Da wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß dabei. Danke fürs Trinkgeld, gell? Ja, wenn ich Zeit habe, trinke ich. Gerade erstmal unserem Freund und Helfer im Dienst Bier verkaufen. So, jetzt kann ich... Ja, was soll ich sagen? Ist so. Oh. Snacks werden schon wieder leer. Mal gucken. Aber da warte ich noch, dass die im Angebot sind. Endlich. Kaufen wir gleich zweimal. Die wichtigen Snacks, die jetzt im Angebot sind da. Kurz geil bei Getränken gucken. Könnten wir eigentlich auch nochmal eine Ladung holen. Habe ich ein bisschen was auf Vorrat dann, solange es im Angebot ist. Ziggis. Ah, falschen. Aber Alk. Oh, Alk, endlich. Komm her. Dich nehme ich mit. Kuss hat euch beide. Können wir auch doppelt kaufen. Ich hoffe, es passt noch alles ins Lager und ich habe genug... Geld habe ich genug, aber... Lager keine Kapazität hat. Ja, dann nehmen wir das noch raus. Vielleicht jetzt. Auch nicht. Mist. Ich glaube, Tropic habe ich auch noch genug. Ja, mich doch an der Föss. Warum habe ich denn keine Kapazitäten? Da musst du mal vielleicht dein Lager ausbauen. Das ist auf der größten Ausbaustufe für mein Level. Oh ja, warten Sie mal kurz. Ich muss erstmal. Ich habe andere Prioritäten gerade erstmal für die Herren. Ja, ich komme. Hi, Video 2000. Schön, dass du da bist. Grüß dich. So, jetzt schnell an die Werkstatt. Da geht auch noch einer. Werkstatt. Die lohnen sich immer am meisten. Die darf man nicht aussehen. Oh, der hat nur einen kaputten Reifen. Ja, ist sofort gemacht. Geben Sie mir 5 Minuten, die Dame. Und aufgeräumt ist danach auch hier sauschnell, weil wir wissen ja jetzt... Die Reifen passen in die Mülltüte. Ich hoffe, dann kommt auch die Lieferung, bis ich hier fertig bin. Dann kann ich nämlich gleich bei John vorbeigucken, ob der so weit ist, dass er rausgeht. Echt jetzt? Mir kam es davor eigentlich weniger vor als jetzt. Vielleicht haben sie aus Versehen um 33% hochgepatcht. Also mir kommt es jetzt viel mehr mit dem Müll vor, als vor dem Patch 2. Aber es ist ja auch immer eine Empfindungssache. Es kann auch sein, dass einfach viel mehr los ist jetzt bei mir in der Tanke, ne? Ja komm, den können wir eigentlich wieder schicken. Guten Tag. Ich wollte dich bezahlen. Kriegst du noch eine Prämie dazu. Und Abfahrt. Ja, hup doch nicht so. Ich bin doch schon da, Larry. Mensch. Der macht immer so einen Stress. Wenn man nach 30 Sekunden nicht den Schuppen aufmacht, dann fängt der an zu hupen, als würde er doch schon 3 Stunden warten. Ja, ja, das kommt aber erst beim nächsten Patch, habe ich gelesen, mit dem Fegen. Das ist tatsächlich so. Also das mit dem Fegen nervt tierisch. Gerade im weiteren Verlauf des Spiels. Am Anfang hast du ja noch nicht so viel zu tun. Da stört es nicht so. Da fegst du halt dann. Aber jetzt, wenn man dann so weit ist, wie ich jetzt bin, dann fängt es halt an, dass du die ganze Zeit irgendwas zu tun hast. Da bist du am Nachbestellen, am Tanken, Werkstatt und so weiter und so fort. Da kommst du nicht dazu und dir verdreckt halt ständig den Laden. Das ist so zum Kotzen. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Grüß dich. So, dann machen wir mal zu. Ja. Ja, das stimmt. Aber, also ich finde es wirklich sehr, sehr gut, das Spiel. Also überraschend gut. Für das, was man erstmal davon erwartet. Das ist tatsächlich so. Ja, ich habe schon gesehen, du hast die letzten Tage mal wieder Hunter gestreamt. Da haben wir auch reingeguckt. Klamm und heimlich. Dann weit man's heil war. So, John macht seine Arbeit, dann kann ich jetzt hier nochmal schnell fegen. Ja, wir arbeiten im Moment an einer Modifikation für ein Spiel. Und dementsprechend haben wir viel zu tun und machen das immer nur nebenbei, dass wir da mal reingucken in die anderen Kanäle, weil wir es einfach nicht schaffen. Aber das wäre demnächst auch noch sehen, was für eine Modifikation das ist und was für ein Spiel da ist. So Mitte Oktober, denke ich, werdet ihr da mehr hören. Hä? Achso, ja. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Alkohol. Damit die Auswahl besser ist, hatte ich Zigaretten. Ah, Zigaretten. Ah, ja, ja. Ah, Pepsi und so haben wir eigentlich. Wir haben alles noch. Ach, jetzt haben sie natürlich prompt unseren Multisaft ausge... raubt. So, aber hier haben wir wieder mal ein bisschen aufgefüllt. Sehr schön. Ah, hier können wir jetzt auch, denke ich, alles reinpacken. Ah, fast. Das ist echt Wahnsinn, ey, was man hier mittlerweile im weiteren Spielverlauf dann so verkauft und wie viel da rausgeht. Das ist echt krass. Bist eigentlich nur noch am Auffüllen, Nachbestellen und so. Ah, jetzt ist in der Werkstatt schon wieder jemand. Das ist ja Wahnsinn. Ja, da ist auch viel Arbeit drin, Daniel, in dieser Modifikation für das Spiel. Und es ist kein Spiel, so viel kann ich verraten, für jedermann. Also, es hat schon so seine ganz spezielle Fanbase, denke ich. Aber für den Bereich, für den es ist es ultra realistisch. Aber werdet ihr sehen. Ja, ich versuche halt die Tanke so gut wie nie zu schließen. Bisher habe ich das einigermaßen hinbekommen. Lieber lasse ich die Leute mal ein bisschen warten. Ich setze halt ganz klare Prioritäten, was ich wann mache. Ich glaube, ich muss schon wieder Reifen bestellen. Also, ich weiß nicht, was die hier mit ihren Reifen machen. Ständig sind die kaputt. Die sind in der Wüste, in der Wüste. Was erwartest du denn? Ja, trotzdem. Mein Reifenverschleiß, der ist ja Wahnsinn. Und ich gebe es ehrlich zu, ich habe die kleine Nervensäge, die hier immer voll sprayt, habe ich schon ausgemacht. Genauso wie das Sandsturm-Event. Braucht kein Mensch. Den Partybus lasse ich an, da verdient man gut Geld. So, tankt haben wir. Jetzt müssen wir hier noch Müll einsammeln. Oh, hier. So. Ah? Kommt Dennis nicht mehr? Nee, Dennis kommt nicht mehr. Den habe ich im Keller eingesperrt, aber verrat's keinem. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Der Dennis ist im Keller, aber verrat es bloß nicht der Polizei. Der hat mich so genervt, da habe ich ihn gefesselt und geknebelt und jetzt warte ich, bis er verhungert ist. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Ich habe gehört, du bist ganz schön im Mama-Stress. Hat zumindest die Dame des Hauses mir weitergeleitet. Huff, so. Ruhe. Pause. Achso, nee, ich könnte nachbestellen in der Zeit. Aber so, was haben wir denn im Angebot? Ja, das kommt vor. Dass die mal ein bisschen nach oben schießen. Da bestellen wir einfach mal. Jetzt kommt mal eine Getränkeladung. Einmal alles querbeet. Alkohol, irgendwas im Angebot, was ich noch brauchen könnte. Ich bräuchte Whisky. Und Chevins Light, aber das ist nicht im Angebot. Hallo Romy. Na, jetzt kommt er ja alle. Grüß dich. Oh, du fängst jetzt schon an mit die ist zickig. Was machst du denn dann, wenn die dann irgendwann mal in der Pubertät ist? Das, wenn du jetzt schon mit zickig anfängst. Oje, oje. Da kannst du ja mal Romy fragen, die ist ja gerade gekommen, wie das so ist in der Pubertät mit Kindern. So, Snacks wollte ich gucken. Ich bräuchte Chunkyo, aber das ist wieder nicht im Angebot. Na gut, dann nehmen wir halt erstmal nur das mit. Ist ja auch wieder eine ganze Menge. Ja, musst du gleich als Zockerin erziehen. Als erstes mal hier Streamen beibringen, dann kannst du schön in der Badewanne chillen, während sie für dich Geld im Stream verdient. Ey, was machen die mit ihren Reifen? Verdammte Axt. Ich habe gerade 8 Reifen nachbestellt gehabt. Jetzt ist schon wieder Reifen alle weg. Muss gleich wieder nachbestellen. Nur Stress hier in der Tanke. So, übrigens, wenn ihr die ersten Folgen verpasst habt von unserem Tankstellen-Simulator Let's Play Serie die Gedöns, was ist denn hier? Gib mir den Reifen her! Geht doch. Oh nein, jetzt kommt doch noch der Partybus. Ich habe gerade gedacht, so die Musik kennst du doch. Oh. Hallo Shana. Ja, was ist denn heute los? Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Ach, ihr seid der Partybus. Ich hätte es wissen müssen. Das ist der Partybus. Ja, guck mal, jetzt kommen sie alle. In dem Moment höre ich die Musik vom Partybus. Kati kriegt sich nicht mehr ein. Oh, so, Reifen sind gemacht. Jetzt noch 2 Spiegel. Oh, bitte, bitte, John, halt noch lang genug aus, dass du den Partybus machen kannst. Dass ich ihn nicht machen muss. Ja, was soll ich sagen? Ich kann nichts dafür, wenn in dem Moment, wo die alle anfangen zu schreiben und anzukommen, hier, dass der Partybus kommt. Oh, so. Sieh zu. Da sind sie. Da. Ja. Was zum Glück habe ich gerade was nachbestellt. Ja, gib Gas. Ich habe keine Zeit. Hier, schnell tanken. Los. Und jetzt geht's ab in die Hölle. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich bin ja schon da. Zack, bumm. Boah. Ja, das Gute am Partybus ist halt, der bringt Kohle und der macht halt alles dreckig wie Sau, aber... Wenn ich dafür dick Kohle mache, ist das alles okay. Erstmal sauber machen. Ja, mit Blinklicht und allem. Das ist alles schlimm, ey. Ja, geil, oder? Und da kommt dann immer diese Musik. Und jedes Mal, wenn diese Musik kommt, denke ich mir so, irgendwoher kennst du die Musik? Was ist denn das? Und irgendwann dämmert es mir dann, ach du Scheiße, der Partybus kommt. Und danach kannst du erstmal alles wieder auffüllen. Ja. Ja, das sind verkleidete Aliens. So. Partybus geschafft. John ist in der Pause. Okay, das heißt, ich muss gleich wieder kassieren. Aber ich muss erstmal die Lieferung annehmen. Oh, was ein Stress, Leute. Ei, ei, ei. Ich sage euch, Tankstellenwart ist kein Zuckerschlecken. Hopp, 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 komm rein, ich habe keine Zeit. Gute Larry, ich würde ja gern mit dir schwätzen, aber mittlerweile ist meine Tanke so erfolgreich, dass ich dafür keine Zeit mehr habe. Ich nehme dir nur kurz den Kram ab und dann bin ich wieder fort. So. Jo, gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal, Larry. Ja, normal nehme ich mir mehr Zeit, Sarah, für ihn. Aber gerade, mein Mitarbeiter ist in der Pause. Und an der Kasse stehen 4 Leute. 2 Leute wollen... 2 Leute wollen hier tanken. Oh, ja, das... Ach, wie ist... Ich bin überfordert. Wie immer in dem Spiel. Aber ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Das Spiel, die 15 € oder was das kostet, sind gut angelegt. Das macht ultra Spaß. Und wie man sieht, es ist auch Stress. Wenn du einen neuen Arbeiter leisten, dann könntest du dich ein bisschen mehr hinlegen. Bald, ja. Kann ich noch nicht. So, ich muss Reifen nachbestellen erstmal als allererstes. Jetzt sind die zu teuer. Egal, ich kaufe trotzdem. So. Ja, ja. So, jetzt müssen wir mal weitermachen. Bitteschön, ein bisschen Alk. Ein paar Skittles haben wir. Die Tageszeitung. Aber die Bildnet, die verweigere ich. Popcorn. Das Amsterdamer. Nochmal Popcorn. Na, das wird ja eine heiße Party. Noch ein paar Skittles, aber ich kann es verstehen. Skittles sind geil. Noch ein Amsterdamer. Ich komme sofort, die Dame. Ich muss nur kurz den Müll rausbringen. Ah, wann ist denn der wieder aus der Pause da, der Kollege? Ja, der ist ja schon... Ja, so. Ach, Junge. Ich bin froh, wenn John wieder aus der Pause kommt. Nee, zweimal scannen geht nicht, aber du siehst, da unten ist so eine Scan-Kombo. Das heißt, wenn ich was falsch mache, irgendwas vom Band werfe, irgendwas vergesse zu scannen und direkt den Korb tue, dann geht die Scan-Kombo zurück und dann bekomme ich deutlich weniger Trinkgeld. Also normalerweise macht das auch mal Mitarbeiter, aber der muss leider immer wieder in Pause gehen, der Idiot. Wenn es nach mir ginge, würde er ja durcharbeiten. Aber eine 25er-Kombo ist schon ganz gut. Nächster. Guten Tag. Sie mache ich noch. Dann muss ich kurz tanken gehen und in die Werkstatt. Tut mir leid. Es gibt nämlich mehr Kohle. Ja, es gibt Leute, die gönnen sich 25 Items. Ich denke mir auch immer, wenn ich jetzt zu Aral fahren würde und mir 25 Sachen da kaufen würde, Alter, wär ein Monatsgehalt weg, gefühlt. Und hau weg mit. Nächster, so. Werkstatt. Was hat er denn hier für ein Problem? Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Reifen kann ich aber nur noch einen wechseln gerade. Ich habe nicht mehr da. Die stehen noch hinten vom Lagertor. Die muss ich erst abholen. So. Ein Reifen, den habe ich noch. Ein Reifen, ein... Junge, Junge, Junge. Wenn ich in Wirklichkeit mal so schnell Reifen wechseln könnte. Schräubchen auf, Reife ab. Neue Reife dran. Zack, bum, bäm. Passt. Super. So. Dann machen wir hier das noch dran. Gute Fahrt. So, jetzt schnell die neuen Reifen abholen. Bevor sich der Paul da, der da jetzt gerade kommt, mit seinen Reifen noch beschwert. So. Gute Paul, sieh zu, ich muss an die Kasse, beziehungsweise ich muss zu John. Vielleicht ist der mit der Pause ja fertig. So. Oh, die waren teuer, die Reifen. Sieh zu. Übrigens, wenn ihr neu hier seid, ja, ich habe ja schon gesehen, ein paar neue Gesichter sind ja auch da. Ihr dürft gerne auch ein Follow da lassen, da freuen wir uns sehr drüber. Im Moment streamen wir sehr viel Gas Station Simulator. Und was Kati gerne streamt im Moment ist dieses mit diesen, wie heißt das mit diesen Bibern? Timberborn. Timberborn, genau, Timberborn. Streamen wir momentan relativ viel. So. Ach, ich wollte zu John. Guck da, jetzt wäre ich fast schon wieder fortgerannt. John, wie weit ist denn dein Pause? Kannst du wieder? Ja, super, das ist ja perfekt. Aber ich weiß, du schaffst nicht, wenn ich dich nicht bezahle, deswegen bezahle ich dich besser. Und ab an die Kasse, aber ganz schnell. Ja, das wäre schön. Aber wir haben ja auch den September noch heute und morgen. Also wenn ihr subben wollt, das geht auch für 20% günstiger. Oder kostenlos mit Prime. Geht beides. Damit wir uns bald die Insel auf den Seychellen leisten können. Ja, aber hast mal gelacht. Ey, diese lebenden Fische immer in dieser Tankstelle. Wer schmeißt denn hier immer mit lebenden Fischen um sich? Ja, das ist so schlimm. Ich bin froh, wenn der nächste Patch kommt und dieses Saubermachen ein bisschen genervt wird. Ich meine, sauber machen gehört dazu, ist auch schön und gut. Aber das hier. Vielen Dank, Sarah, für deinen Sub im 4. Monat. Wir sind sehr froh, dich bei uns zu haben. Aber das weißt du ja. So. Zigaretten wieder aufgefüllt. Ah, ist auch voll. Haben wir hier noch was? Nee, das ist schon wieder... Ah, ja, das hatte ich ja nachgekauft. Mal gucken, was wir reinkriegen. War gar nicht so viel. Vielen Dank auch dir, Romy, für deinen Sub im 6. Monat. Das heißt, du kriegst dein erstes Abzeichen. Herzlichen Glückwunsch. Ich sollte das vielleicht öfters erwähnen mit dem September. Was denn? Das hat Shana ihr geschenkt, du Pappnase. Ach, Shana hat das geschenkt. Ach, Shana, danke für dein Geschenk. Abo für die Romy. Das ist trotzdem 6. Monat für Romy. Shana ist spendabel. Das freut uns aber. Wahrscheinlich, während sie im Wartebildschirm von New World ist. Sorry. Du bist gemein. Ich finde das so krass einfach. Weißt du, Amazon, die Entwickler sind so die krassesten Server auf der Welt haben. Und dann gibt's Wartezeiten im Moment bei New World von... Hey. 24 Stunden teilweise, wollte ich nur mal sagen. Vielen Dank, Sarah, für deine... Bits. Wie viel Bits sind das denn? Das kann doch kein Mensch zählen. Ah, 20! Für deine 20 Bits. Jetzt habe ich es auch gesehen. Vielen, vielen lieben Dank. Schatzi, bestell dir eine Rolex. Was? Ja, wir haben heute viel eingenommen. Wir können uns eine Rolex leisten davon. So, jetzt muss ich mal reifen. Ja, ja, Rolex. Ich verstehe auch nicht, was man mit diesem Zeug will. Jetzt kriegen wir so ein tolles Overlay, worüber wir uns unterhalten haben heute. Ja, übrigens, schaut gerne mal auch ins Discord. Da gibt es nämlich jetzt einen neuen Kanal zum Thema Rollenspiel kurz vor Weihnachten. Da brauchen wir durchaus noch Mitspieler, die Lust haben mitzuspielen. Und ja, schreibt dort gerne mal rein, wenn ihr da Lust hättet mitzumachen und so. Bei uns im Discord. Müsst ihr aber mal gucken, den findet ihr bestimmt. Das letzte Mal war auf jeden Fall lustig, da kann Shana ein Lied von singen. Und auch Svenny. Und ich auch. Und ich werde wieder dabei sein in meiner Rolle vom letzten Mal. Das heißt, ich werde wieder so tun, als wäre ich der mutigste von allen und werde alles klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Oder was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ah, Shana hat gerade schon zugesagt, dass sie bei der Fortsetzung auch wieder mit am Start ist. Das letzte Mal war auf jeden Fall lustig. So, ich muss auf jeden Fall... Ich glaube, ich bestelle gleich mal ein bisschen das nach. Und das andere bestelle ich auch mal nach. Ach, Junge, jetzt wollt ihr schon wieder Tanke. Tag. Kann ich was für Sie tun? Sie wollen tanken. Kein Thema. Hier, bitteschön. Oh, der Kraftstoffstatus ist schon wieder niedrig. Ich muss nachbestellen, Alter. Ich bin nur noch am Bestellen hier. Bitte. Das ist auch wichtig. Das machen wir mal als erstes. Kraftstoff. So. Und dann wollte ich für unsere Autoteile-Ding nochmal Kratzer-Entferner bestellen. Ah, der ist zu teuer gerade. Nee, dann bestelle ich da nichts erstmal. Das ist alles zu teuer. Das ist zu teuer. Dann gucken wir nochmal, ob wir noch ein paar Produkte kriegen, günstig. Da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was. Die Chunkios sind immer noch nicht im Angebot. Das ist zum Mäusemelken. Ah! Chevrons Light ist im Angebot. Kaufen wir sofort nach. Komm, wir machen mal hier eine richtige Alkoholikerbestellung. Das dürfte reichen. Einmal ordentlich Alk bestellt. So. So schaut es nämlich mal aus. Und ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier nochmal schnell sauber und dann machen wir eine ganz, ganz kurze Pause. Ich brauche mal kurz 2 Minuten Ruhe. Weil, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stressig das hier ist. Ich meine, es ist mein privates Vermögen, was in dieser Tankstelle steht. Und mein Ruf steht auf dem Spiel. Ja, Schrubbi, Schrubbi, das ist wie irre, was hier, wie oft man das hier machen muss. So. War jetzt hier einigermaßen sauber, ne? Irgendwas ist noch was. Habe ich noch ein bisschen Eis da? Oh ja, hier habe ich tatsächlich. Packen wir mal rein. Oh, Eis muss ich bald nachbestellen. Hier haben wir nichts mehr, ne? Nee. Gut, dann würde ich sagen, der Ruf, guck mal, du siehst... Da dieses 5, Level 5 oben. Ne? 44%, das ist der Ruf. So, wir machen eine ganz kurze Pause. Bleibt dran, es geht sofort weiter. 2 Minuten maximal. Och, die Kleine zahnt, dann schreit sie bestimmt viel. Da hilft einfach in den Arm nehmen und ein bisschen wackeln. Oder was auch hilft, da ist aber nicht so gut für die Umwelt. Du setzt jetzt Auto, machst einen Motor an und lässt ihn einfach ein bisschen laufen. Oder, was hilft denn noch? Ja, Kinderwagen und wackeln, das hilft alles. Oder du holst dir so eine Wiege und lässt sie darin wackeln. So, das waren jetzt die Kindertipps von Nils. Wir machen eine kurze Pause, sind sofort wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, es war nicht lang genug. Ja, ich hoffe, ihr habt es ohne mich geschafft. Ach du Scheiße, was ist denn hier jetzt los? Oh. Da bist du mal kurz weg, hä? So, erstmal Tank auffüllen. Dann tanken. Scheinbar ist es weitergelaufen, obwohl ich im Pausenmenü war. Frechheit. Ah, da kommt gerade die Lieferung, aber ich gehe erstmal in die Werkstatt kurz. Da ist die dicke Kohle zu holen, Freunde. Die dicke Kohle. Was hat der? Kaputte Reife und ein kaputtes Spiegel. Gut. Wird sofort gemacht, wird etwa $150 kosten. So, um den Dreh. Ich hoffe, sie haben es passend. Ich kann nicht rausgeben. Alles, was zu viel bezahlt wird, ist Trinkgeld. Punkt. Ach, das habe ich noch gar nicht gesagt für unsere 2 neuen Subs. Ihr habt natürlich jetzt auch unsere Bonuskarte. Ihr bekommt jetzt pro Liter Sprit 0,01 Cent Rabatt und jede 150. Tankfüllung ein Eis umsonst. Wir freuen uns. So, muss ja gesagt werden. Unser Bonusprogramm ist das Beste. Da stinkt Shell ganz schön gegen an. So. Da freut sich die Shana über ein Follow. Ist auch eine ganz liebe und ich hoffe, sie ist bald mal wieder hier. Das werde ich jetzt jeden Stream sagen, damit sie endlich Urlaub nimmt und wieder mal zu uns fährt. So. Dann muss man kurz hier den Typ reinlassen. Habe ich denn da alles bestellt? Ach, Alkohol, gell? Das war eine Alkoholbestellung. Kunde an der Kasse. Ich glaube, unser John ist in Pause. Ja, dann zieh. Ich hab zu tun. Hopp, 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 Larry. Sorry, ich bin wieder kurz angebunden, aber du weißt ja, wie das ist, wenn die Tanke voll ist. So, jetzt ganz schnell tanken, sonst sind die wieder weg. Und tanken gibt ja immer richtig Asche. Ah, nee, ich glaube, John scannt noch, so wie es sich anhört. Gute Fahrt. Ja, wünsche ich auch. Guten Tag euch. Jetzt ist John in der Pause. Guck da. Oh. Ah, verdammt, Alkohol voll. Müssen wir erstmal leer kaufen. So, was kann ich für Sie tun? Einmal die komplette Autopflege, gell? Gibt aber keinen Mengenrabatt. Ein bisschen Tabak. Ein paar Zigarettchen. Schwämmsche ist auch gut. Einmal die Tageszeitung. Noch mehr Zigarette. Nochmal Zigarette. Aber die behalte ich für mich, okay? Hm. Reinigungsmittel. Tabak. Noch mehr Reinigungsmittel. Wünsche angenehmes Putzen. So, ich muss kurz in die Werkstatt. Da ist schon wieder der nächste Heinz. Tag. Was haben wir denn hier? Langsam wird es schwierig mit dem Reparieren. Ich habe nicht mehr viel Zeug da. Ich muss sofort nachbestellen. 2 Spiegel. Kriegen wir die noch hin? Ja, gerade so. Da haben wir noch 2 übrig. So. Was machen die auch immer mit ihren Spiegeln? Oh. Mal gespannt, was in 7, wenn wir noch 7 mal Trinkgeld bekommen, was dann passiert. Da kommen wir nämlich in den nächsten Abschnitt. Und ich nehme mal an, da können wir die Tankstelle wieder ausbauen. Dann kriegen wir wieder noch mehr Zeugs. Und hoffentlich einen zweiten Mitarbeiter. Alter, wie die aussteigen. Das ist ja der Hammer. Schönen guten Tag, ich bin ja schon da. Moment, ich muss kurz gucken, dass ich... ich hoffe, es ist günstiger geworden. Ach, das gibt's doch nicht. Warum ist denn das so teuer? Ich muss gleich die Werkstatt schließen wegen fehlender Teile. So, weiter geht's. Hopp. Der hat auch zugeschlagen. Der räubert uns erstmal hier das Snackregal. Ah, das ist schwierig, wenn man so im Stress ist, weißt du? So. Noch 4. Ich glaube, eine 27er-Kombo hatte ich noch nie. Neuer Rekord. Los, nächster. Hopp, 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 hopp. Zeit ist Geld und Geld haben wir alle keins. Na? Ach, ein Eisle. Ein Cornetto. Nächster. Noch 4 mal Trinkgeld, dann haben wir es. Dann kommen wir zum nächsten Abschnitt. Da bin ich echt mega gespannt drauf. Nächster. Ich könnte direkt bei Rewe anfangen, oder? Kombo, Junge. Ich bin der Kassier-Weltmeister. Komm, wir schaffen die 32er-Kombo. Jawohl. Nächster. Tag. Oh je, jetzt habe ich auch schon wieder einen in der Werkstatt rumhocken. Einer will tanken. Ah, das ist schon wieder zu viel Stress. Hä? Warum war da ein Kreuz? Verstehe ich nicht. Ach, da ist wahrscheinlich wieder irgendwo... Ja, Kombo ist weg. Da ist irgendwo was vom Band gefallen. Na, das ist ärgerlich. Aber da kann ich nichts... Sorry, dass ich ihren Einkauf versaut habe. Sorry, 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 so. Wir tanken hier. Nächster. Jetzt gucken wir mal, was in der Werkstatt für einer ist, ob ich den noch machen kann, weil uns geht jetzt langsam echt hier das Material aus, aber ich würde ungern nachbestellen, weil wir würden jetzt drauf bezahlen. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Reifen und Spiegel. Oh, ich habe Gott sei Dank noch ein Spiegel, habe ich noch oder 2. Reifen ist okay, habe ich noch ein paar. Los, los, los. Oh, Müll schon wieder voll. Schatz! Bring mal den Müll raus! Geht nicht, bin im Meeting. Oh, jetzt erzählst du mir wieder was vom Meeting. Alles muss man selber machen. Glückwunsch zur Karte, Sarah. Ich warte ja alles drauf, dass mal jemand mich kriegt als Karte. So, der Herr. Ich weiß, das Spielschulche fehlt noch, gell? Machen wir jetzt fertig für Sie. Welcher ist es denn, der hier? Gute Fahrt. Ah, Junge. In der Tanke ist es auch schon wieder dreckig wie Sau. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich komme sofort. Es tut mir leid, wie es hier aussieht. Es ist so geil, wenn du es dann nimmst, wie der das manchmal durch die Gegend hauert. Müllabfuhr könnte auch mal wieder kommen. Oh, jetzt, ich komme sofort, ich muss kurz tanken, das bringt mir Geld. Oh, hupen Sie mich nicht an, das ist mein Tanke, da kann ich über die Straße laufen, wann ich will. So. Schönen guten Tag. Puff. Sehr gut. Aufgabe erledigt. Bring die Tankstelle auf Level 4. Machen wir sofort. Ich will nur vorher unseren John bezahlen und wieder hier hinstellen. Das wird Zeit. Und einmal kurz durchwischen. Bevor wir die große Tankstelle haben. Weil leider wischt der Ausbau nicht durch. Das wäre schön. Da muss jemand einstellen, der putzt. Geht ja doch nicht. Ich kann nur einen... So, das reicht aber erstmal. Dass die hier jetzt so Base werden. Ich hole den John, Freunde. Geht sofort weiter. Platz da. Und dann bringen wir mal die Tankstelle auf Stufe 4, ne? Bin ja mal gespannt, was da Neues gibt. Gute John, ich habe wieder Arbeit für dich. Ich bezahle dich kurz, gebe dir eine Prämie. Und ab geht er. Lauf, renn. So. Werkstatt komme ich gleich. Ich baue jetzt erstmal aus. Ich hoffe nämlich, dass wir dann neues Personal einstellen können. Und ich glaube, das stelle ich dann zum Saubermachen ein. So. Gas Station. Für $1000. Hammer. Baby. Was haben wir da jetzt noch extra? Ach ja. Eine dritte Zapfsäule. Moment mal, wo kommt denn der Helm? Seit wann habe ich einen Helm im Angebot mit Pepsi dran? Warte mal kurz, da ist der nächste. Beantworte das Telefon. Ich tanke erstmal, dann beantworte ich Telefon. Da stimmt die Richtung ja eh. Zack. So, mal gucken, was am Telefon auf uns wartet. Hallo? Hey, ich werde mal direkt sein. Du musst mir einen Gefallen tun. Verdammt. Ich schätze es diese Zeit des Jahres. Versteck dich lieber. Ich rufe später an. Nur eine Sache. Räumt die Sandhaufen auf, wenn der Sturm vorbei ist. Sie könnten sonst Probleme verursachen. Jetzt kommt da dieser blöde Sandsturm. Ah. Aber der kommt nur einmal, weil danach habe ich ihn ausgeschaltet. Edge. Ach, John, du hast schon wieder Mist gebaut, gell? Ja. Überstehe den Sandsturm. Na, toll. Das heißt wahrscheinlich noch mehr wischen. Okay, da haben wir jetzt nichts mehr da. Ich glaube, wir haben fast nichts mehr da jetzt. Was dann noch füllen können. Ach doch, hier mal Getränke haben wir noch da. Hier passt auch noch ein bisschen was rein. Ah, jetzt ist auch der Sandsturm da. Ich sehe schon. Toll. Das habe ich ja gebraucht, so ein scheiß Sandsturm da. Der ist schon wieder weg, oder? Ach, der hat noch nicht bestellt. Dann bestellen wir schneller. So, nächster bitte. So, John, du hast es im Griff, gell? Ich wollte kurz gucken, ob ich Autoteile jetzt wieder günstig bekomme. Ah, das gibt's doch nicht. Aufgabe erledigt. Na also. Schon wieder ans Telefon gehen. Na gut. Gehen wir kurz ans Telefon. Ich komme ja schon. Gute. Endlich ist es vorbei. Wo war ich? Ah, richtig. Ich brauche deine Hilfe und wir müssen schnell sein. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass jemand auf der Route 66 mit einer sehr wertvollen Fracht unterwegs ist. Du weißt doch, wie mein Schloss knackt, oder? Du musst nur ein paar Kofferräume aufbrechen. Natürlich musst du nicht mitmachen. Aber würdest du nicht deinem Onkel glücklich machen wollen? Hm, ich weiß ja nicht. Aber hier steht nichts von Auto aufknacken müssen. Ach du Scheiße, ja. Ich hasse diese Spiele. Nein. Sehr gut, habe ich. Jetzt muss ich aber erstmal reingehen, da sieht es nämlich schon wieder aus wie Sau und ich muss tanken und so. Ja, was soll ich machen? Es sind noch nicht genug Autos da. Soll ich das Polizeiauto aufknacken oder was? Merkt ihr was, dass da was geklaut ist? Nee, ne? Er fährt einfach. Sehr gut. Wenn das... Wehe, mich verpetzt einer von euch, gell? Ich werde stinksauer, wenn jetzt gleich die Polizei hier klingelt. Ja, ich sehe es. Ist doch mit Josh Perdue. Ja, aber meinst du, der wird weggucken, wenn ich jetzt hier den Leuten die Autos leer räume? Boah. Da ist was dran. Oh, hier ist der Platz. Sehr gut. Dann habe ich bestimmt auch neue Items. Da gucke ich aber gleich nach. Erstmal muss ich mich um diese Autoknackerei kümmern. So. Sieht doch gut aus. Next, please. Ach, neue Autos sind da. Sehr gut. Nächster. Scheiße. Ach, das gibt's doch nicht. Komm. So. Der kommt direkt nebendran. Das interessiert ihn gar nicht, dass ich hier Autos aufmache. Boah, komm. Easy. Wie, die gehen nicht? Was eine Scheiße. Die habe ich alle drei gemacht, ne? Ja. Sorry. Was macht er denn hier? Ach, der Sand, der steckt auf dem Sandhaufen. Das hat man dir aber gesagt. Ja, wie kriege ich den da jetzt weg? Nein. Gar nicht. Du musst die Endbacke mit den Knopf. Ah gut, da werde ich aber jetzt erstmal, bevor ich die Aliens hole, mache ich noch den hier auf. Haben wir nämlich schon mal 6 dann von. Jetzt hole ich gleich die Aliens. Wer sie nicht kennt, das sind meine Freunde. Das sind meine Debug-Freunde. Und dann müssen wir ganz dringend die Sandhaufen wegmachen. Den hatte ich gar nicht gesehen. Achtung, Aliens in 3, 2, 1, jetzt. So. Einmal aufgeräumt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was denn das für ein Mist, das hat schon seinen Sinn. Also, es ist, ich finde es okay, dass sie hier was zum Debuggen eingefügt haben. Oh, nee, ich wollte doch tanken. Was soll das? Los, 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 los! Bevor die Idioten wiederkommen. Da kommen sie schon wieder, guck. Pass doch auf, du sahst doch, dass ich hier gefahren bin, Mensch. Aber das war's, ne, mit dem Mist. Oh, das Ding lasse ich einfach hier stehen, so. Der arme Rudi. Mich würde ja interessiert... Ah, nee, ich gucke jetzt nicht nach. So, jetzt bleiben sie zumindest da nicht mehr stecken. Jetzt kann ich gucken. Mich würde nämlich mal interessieren. Nein. Wenn das der Schorsch mitkriegt. Der ist einkaufen, hoffe ich. Ich bin fast dran. Yes! So! Ich mache das hier nur im Kundenauftrag. Die haben mich gefragt, ob ich ihnen mal helfen kann. Die haben da was vergessen im Kofferraum. Ach, come on. Ja, Bierschild mal 2. Wie viel muss ich denn noch? 2. Gleiche Zeit denn? Ja, 2 Minuten noch. Hast du es geschafft? Eins. Oh. Können wir mal schneller weggehen, die Dame? Danke. Ah, hier müssen wir hin. Geschafft. Vor allem gibt dafür noch extra Ruf, ne? Was ist denn das für eine Scheiße? So. Jetzt haben wir auch genug geknackt. Ach, ist ja schon wieder in der Pause, der John. Ja, ja, ich kümmere mich sofort um euch, Freunde. Ich muss hier nur mal kurz aufräumen. Ja, jetzt nicht mehr. Oh, aber hier liegt noch voll Müll rum, Alter. Das gibt's doch nicht. Ich war nur 2 Minuten weg. Nee, da. Ich bin sofort da bei euch, Leute. Ich bin sofort da. Nur noch ein paar andere Sachen vorher machen, aber dann bin ich wieder da. Ich muss gleich mal gucken, ob ich neues Personal einstellen kann. Das geht so nicht weiter. Ich kann nicht alles machen. Nee, das ist nicht gut fürs Herz. Angestellte. Ah, ich kann ja auch von hier mit ihm sprechen, gell? Ja, hab ich dir immer gesagt. Bezahlen. Der kann ruhig schon wieder ein bisschen arbeiten. Der ist zwar noch nicht ganz voll, aber Mama, ich brauche mal einen Wohnwagen. Ja, ja, ich kann kaufen. Ich kann sogar zwei kaufen, das ist ja geil. Ich werd verrückt. Warum sagt das denn keiner? Ja, endlich. Das wird ja alles dann viel einfacher, Freunde. Weil jetzt habe ich nämlich auch Platz für Angestellte. Für was brauchen wir denn eigentlich welche? Wir brauchen eigentlich einen für... Geh mal bitte kurz auf Angestellte. Reinigung, was denn? Geh mal auf Statistik zeigen. Erinnerst du dich, wie du ihn eingestellt hast? Ja, Cash Register 8, das ist perfekt. Ja, hab ich gelernt. Aber, wir brauchen auf jeden Fall einen für die Reinigung, dann nehmen wir ihn hier. Und Nina macht dann die Reparatur. Spreche. Der muss ich ja noch nichts bezahlen. Das war der Reiniger, ne? Ja. Und die soll Autos reparieren. Perfekt! Ich habe neue Eingestellte! Ich werde verrückt! Ach, herrlich. So, kann ich jetzt eigentlich noch was ausbauen? Das hatte ich gar nicht geguckt, gell? Ganz vorne. Wie wär's mal mit deinem Warenhaus? Ja, das geht wieder um 1. Da passt jetzt wieder mehr rein, ne? Ja. Super. Und ich weiß nicht, ob du die Werkstatt machen willst? Doch, ich habe doch jetzt jemanden, der repariert. Sauber! Freunde, es geht voran. So, jetzt muss ich kurz tanken. Es hat viel Geld gekostet, aber bringt am Ende ja auch was. Ha, guck mal, wie er reinigt. Endlich, ey. Das ist ein Hochgenuss. So, jetzt müssen wir einiges nachbestellen. Als erstes mal für die Werkstatt, weil da ist fast nichts mehr da. Es hilft nichts, ich muss bestellen. Reifen habe ich noch, aber Kratzer und Auto... Ach, Motorenöl habe ich eh noch keins. Machen wir mal 10 Stück. Und Spiegel habe ich auch zu wenig, da brauchen wir eigentlich auch 5 Stück erstmal. Von 350 auf 600. Ja, und mein Kraftstoffvorrat ist jetzt auf 500 Liter. Ah, da muss ich auch noch... Ah, gut, dass ich gerade geguckt habe, ey. Nein, das kostet zu viel. Dann muss ich erstmal 200 bestellen. 400... Was kosten 1, 2 $? Das heißt, ich kann sogar 300 Liter bestellen. Gut, jetzt Geld erstmal alle. Oh, ich bin pleite. Aber nur kurz, Freunde. Die E-Mail, der zeigt mir doch nur, was ich gemacht habe bisher. Hä? Passt. Boah, jetzt wird das alles ein bisschen entspannter. Solange die arbeiten. Solange die arbeiten. Natürlich, muss ich immer nachgucken. Ich gucke mich jetzt erstmal um, was so neu gekommen ist. Ein Tipp. Ja. Du hast bei der Anzeige... Ja. Wenn du bei den Angestellten guckst, einmal bezahlen und einmal Prämie. Ja. Prämie nur, wenn die abgelaufen sind, keine Energie mehr haben. Ja. Weil der füllt mit einem Schlag die gesamte Energie wieder auf. Ah, okay. Weil das bringt nichts, wenn die Energie voll ist und du gibst denen eine Prämie. Ah, okay, das ist interessant zu wissen. Danke. Ach ja, guck, hier stehen jetzt ein paar mehr Regale. Nein, du kannst es auf der anderen Seite reinschieben. Wie von der anderen Seite? Stellt sich vor, das Regal auf der anderen Seite. Ah, ja, 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 verstehe. Schwarz. Was ein Glück, habe ich dich als Hilfe. Und wenn du den Schalter jetzt umlegst, spring ganz schnell an der Stelle raus, unter der Laderampe. So, und jetzt durch die Tür raus. Nein, nicht durch die Tür. Achso, das geht auch. Ja, du musst einfach nur schnell sein. Ja. Kann ja so machen. So, jetzt bringe ich der Tante mal das Zeug hier, die freut sich da drüber. Kraftstofflieferung ist da, das ist gut. Ja, ich weiß, ich kann nicht viel liefern. Was soll ich denn machen? Es kostet alles Geld, Fräulein. Ja, genau. Putz mal ordentlich. Wofür bezahle ich dich eigentlich? Staunend stockender Verkehr wegen einer Lieferung. Ach, hier draußen kann man auch putzen. Das war mir nämlich auch neu. Ach, warum ist denn da die Fab schon wieder abgeblättert? Das gibt's. Ach ja, ich hab's erweitert, du. Da sagst du was. Ach, das heißt, wir können noch neue Produkte aufnehmen. Müssen wir aber erst ein bisschen Geld erwirtschaften. Wir haben jetzt viel investiert. Jetzt müssen wir erstmal wieder Geld reinholen. Oh, sehr schön. Ach, guck mal, habe ich den Pfosten wieder vergessen. Ich bin auch ein Pfosten. Ich bin doch im Grünen. Was hat er denn? So. Ja, das macht auch echt Spaß und das ist auch nicht teuer. Es kostet 15 € oder so. Und die Entwickler entwickeln auch wirklich viel dran. Also es kommen ständig neue Patches, wo Sachen verbessert werden. Kann ich nur empfehlen. So. Jetzt können wir mal gucken, was wir für neue Produkte kaufen können. Ein bisschen Geld ist ja reingekommen. Oh, shit, hier. Oh, ja, ich muss auch nachbestellen. Aber ich gucke erstmal, was wir für Regale neu haben. Neue Produkte interessieren mich ja immer. Oh, der John ist gar nicht da. Das heißt, ich muss jetzt gerade kassieren. Ist aber nicht schlimm. Einrichtung. Regale. Hüte und Brillen, ja, die wollten wir natürlich immer. Kaufen wir einen Hutständer und einen Brillenständer. Ich glaube, die passen sogar noch rein. Da können wir noch die... ja, du spielst doch Sims, oder? Ja. Ja, tut sie. Selten, aber sie tut's noch. Ja, ein Hutständer. Können wir eigentlich so hier hinstellen. Und dann haben wir noch, was hatten wir noch? Eine Brillenständer. Darauf, dass ich etwas Geld habe, damit ich mir das neue Aral holen kann. Wenn das endlich ins Angebot kommt. Schane Antwort nach einer Stunde. Oh, danke. Ich brauchte einen Moment, um zu verstehen, für was sie sich bedankt. Eine Stunde nicht, es war nur eine halbe. Und ihr Schwamm noch. Gerne. Wiedersehen. Dass du was zu langweilig rüberbringst. Sarah, welches Spiel? Dann schöne Nachtschicht, gehe ich mal von aus, dass du eine hast. Shano. Und Sarah, was für ein Spiel meinst du? Ach, Sims. Ja, ich glaube, du musst versuchen, irgendwie eine Geschichte um die Familie drum zu machen. Und dann musst du es wirklich so ein bisschen spielen, so wie ich es auch versuche. Ich versuche hier den Leuten Namen zu geben und ein bisschen Quatsch mit denen zu erzählen und so. Das ist, glaube ich, so die... Ich habe ja mal eine DZFM Community Sims WG gebaut. Ja. Erinnerst dich? Ja. So, gleich haben wir wieder ein bisschen Geld. Da können wir mal Hüte und Brillen bestellen, wa? Neu bei uns. Brillen und Hüte. Und Zeitung brauchen wir auch. Nice. 100 Mal Trinkgeld fürs nächste Level. Huiuiui. Was? Ich hab eine Anfrage von der Polizeistation bekommen. Was wollen die denn? Die wollten fragen, ob sie statt nach dem 150. Tankfüllung auch statt dem Eis was anderes nehmen können. Nee, nur Eis. Ja, die wollten wahrscheinlich eine Flasche Whisky. Da zahle ich ja drauf. Okay, gebe ich so weiter. Gut. Die Polizei wieder. Ich will wieder hier gratis Whisky abkassieren. Ich muss mal gucken, ob der John jetzt wieder arbeiten kann. Ich habe eigentlich anderes zu tun, als hier zu kassieren. Ach komm, dich machen wir auch noch. Was gerade passiert ist... Ach, die Polizei hat sich bei der Frau gemeldet und hat gefragt, ob die für jede 150. Tankfüllung anstatt des Grades Eis auch was anderes nehmen könnten. Das habe ich erstmal abgelehnt. Weil ich gehe davon aus, dass Polizisten nur gratis Whisky haben wollen anstatt gratis Eis. Und da würde ich ja drauf zahlen. So geht es ja nicht. Und du warst bei mir noch eine Tankesage. Also bei dir haben die 150 noch gar nicht angefangen zu zählen. So, was ist denn mit unseren Mitarbeitern? Wie fit sind denn die wieder? Ah ja, guck mal, er kann doch wieder. Bezahlung. Ja, zurück. Und... Danke. Die anderen noch nicht. Ach, ich wollte schon mal Hüte und so bestellen, gell? Ah, gucken wir mal, was wir da haben. Ach du Scheiße, da gibt es ja noch richtig viele. Was ist das für ein Zeichen? Ach, das ist der Produktpreis. Ah. Eine Statistik. Was holen wir denn da? Holen wir mal 2 davon, 2 davon. 2 davon. 2 davon und 2 davon. Dann haben wir 10 Hüte. Und dann holen wir nochmal Brillen. Was haben wir da Schönes? Vintage. Ja. Oh, da gibt es 25 gleich. Chocolate Trash Hat. Oh, das sind 75 Brillen oder so, die wir dann haben. Zeitungen waren auch aus, ne? Ich glaube, da nehme ich diesmal mal die hier und die hier. Wobei, ich könnte eigentlich jeweils einmal bestellen und fülle ich immer nach und nach auf. Gut, Zigaretten waren auch aus. Ah, die sind im Angebot, ist gut. Ich hoffe, ich habe dafür noch genug Geld für die Bestellung. Nein, das kostet über 1000. Eieieiei. Fangolo. Ach so, weil die kosten allein 220. Und die... Habe ich hier zu viel bestellt. Ich will nach Zigaretten wieder in die nächste Bestellung geschoben. Ach, Mann. Ay, caramba. Lass mich runter in die Bestellung. Ja, der kommt bestimmt gleich wieder, der Reiniger. Ich muss hier aber erstmal gucken. Aber weißt du was, ich packe einfach alles in die nächste Bestellung. Ich packe die Brillen auch in die nächste Bestellung. Ja, das reicht schon fast. Nehmen wir noch hier das Crosswort-Rätsel raus, dann können wir bestellen. So. Jetzt aber. Ja, der ist halt gerade in der Pause. Da ist halt mal kurz Müll. Der schafft doch gleich wieder. Kraftstoff, in der Werkstatt wartet einer. Ach, du liebe Güte. Oh. Ja, gute Fahrt. Gucken wir mal, was unsere Mitarbeiter machen, ob wir die schon wieder einsetzen können. Angestellte. Oh ja, ja, die sind eigentlich schon wieder gut. Aufgabenliste. Tankstelle reinigen. Ich habe nicht genug Geld, um alles zu bezahlen. Das gibt's doch nicht. Das habe ich nicht bedacht. Okay, der ist aber bezahlt. Warum wir in 140, Alter? Ach, Moment, warte. Ist unser Reinigungsmann wieder da? Wenn du ihn geschickt hast, dass er arbeiten will, soll schon. Eigentlich schon, aber er kommt nicht. Dann hast du ihn nicht geschickt. Was ich gesehen habe, steht nicht auf Anzeigen, dass er arbeitet. Jetzt ist er reinigen. Ja. Ah, ich brauche Geld. Ah, die Lieferung ist da. Die nehmen wir mal kurz an. Ach, das ist einfach richtig viel Stress, aber wir sind auch gleich durch für heute. Morgen gibt es zwar schon den nächsten Stream. Aber das hier ist immer purer Stress, ich sag euch das. Das sieht im ersten Moment nicht so aus, aber das ist wirklich hardcore. Ja, dann Abfahrt. Husch, husch. Tschö, Larry. Gib Gas, komm, hopp. Ich will die Schub zumachen. Dann probieren wir erstmal, was Kati gesagt hat. Ja, das geht. Gut. Kunde an Kraftstoff. Das ist gut, weil dann haben wir genug Geld, um unsere Tanne da zu bezahlen. Hey! Hey! Angestellte. Spreche. Bezahlung. Aufgabenliste. Autos reparieren. So. Und ich habe neues Zeug bekommen. Da müssten doch hier... Junge, da passen ja mehr als 10 Hüte drauf. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, aber hier passen nur 20 drauf. Da müssen wir erst ein bisschen leer machen. Ach du liebe Güte, das ist ja auch schon wieder leer. So, Zeitung hat man doch auch bestellt. Ah, dann nehmen wir hier mal 5 davon, 5 davon, 5 davon, 5 davon, 5 davon. Und dann fangen wir wieder von vorne an, wa? Ja, ist auch wieder voll. Hier haben wir nix. Oh, Zigarette, hatte ich Zigarette bestellt? Oh, ja, habe ich. Sehr gut. So, Lager wieder voll. Sehr schön. Hier noch ein bisschen was rein. John, du gehst gleich wieder in Pause, gell? Ja. Gut. Oh, ich habe wieder 421. Ich brauche Snacks. Ich brauche definitiv... Oh, Eis müsste ich auch nochmal... Warte, ich gucke vorher nochmal, wie viel Eis wir noch haben. Oh, Eis ist auch fast leer. Müssen wir auch Snacks und Eis brauche ich. Snacks, was ist im Angebot? Ja, nehmen wir einmal mit Chips, einmal hier Creed. Oh, Chunky ist im Angebot, das ist gut. Nehmen wir die auch noch mit. Und was hatte ich gesagt? Eiscreme. Ja, da gibt es jetzt mal ein paar Rainbow Sticks. Ein paar Freshetta Milk, Fruity, Bold Berries und Freshetta Coco. Dingsbums. Ich hoffe, mein Geld reicht. Ja, super. Bestellung ist raus. Ja, mittlerweile ist es schon ein ganz schönes Sammelsorium an Waren, was wir anbieten. Ha. Wo rennt denn der jetzt hin? Hallo? Der rennt schon wieder in die Pause. Was macht der? Was macht der im Lager? Macht der im Lager auch sauber? Scheinbar. Naja, von mir aus zu Kraftstoff. Ja, wahrscheinlich. Und das packt dann alles in seinen Wohnwagen, der bei uns, bei mir auf dem Land steht. Das ist total unauffällig. Larry kommt. So, Larry, danke. Ich weiß, du bist in letzter Zeit oft hier, aber ich habe momentan Umsätze, die sind jenseits von Gut und Base. Jo, gute Fahrt. Tschö. Hopp, hopp, hopp. Oh, unser Kassierer ist in der Pause. Das heißt, muss ich jetzt gleich übernehmen. Oder? Ah, ne, er ist doch noch da, glaube ich. Aber der müsste gleich in Pause gehen. Schnell! Da will Arne Tanke. Ne, jetzt ist er in Pause. Ich habe mir doch gedacht, dass der gleich in Pause geht. Ich komme sofort. Ich muss kurz hier auffüllen, weil wir haben fast nichts mehr da, der Herr. Was hat man noch gekauft? Eis, gell? Eis, Eis, Baby. Okay, Eis voll. So. So. Guten Tag, die Herren. Aber ich komme sofort, da will noch jemand tanken, das geht vor. Ja, finde ich auch. Gut, Job. Sorry, ne? Du bist den John gewöhnt, ne? Der macht das immer deutlich schneller als ich, aber der braucht auch mal eine Pause. Kann ja nicht durcharbeiten, der Kollege. Genau. Meine Frau! Die zwingt mich hier durchzuarbeiten. Ich bin nur ihr Sklave. Ja, Fromse Mimien, sonst kommt da Nudelholz. Ich gebe dir gleich Rumimin. Nächster bitte. Ein Artikel, das geht ja. Ah, ist Sonnebrill, die erste. Ich komme sofort, ich muss kurz tanken. Ah ja, du gehst auch gleich wieder in die Pause. Das ist so schlimm, die sind mehr in der Pause als sonst was. So. Oh, der Herz ist mal gut gemacht mit den Zeitungen. Nächster bitte. Home and Cooking, jawohl. Gut, sehr gut. So, die Damen machen wir noch. Und dann ist für heute auch so langsam Feierabend. Moje sehen wir uns dann wieder. Und dann schauen wir mal, ob wir das nächste Level erreichen. Aber das ist ein weiter Weg. Also zum nächsten Level ist wirklich ein weiter Weg. Da müssen wir schon einige Leute abfrühstücken. 250 Kunden müssen wir da bedienen. 100 Autos tanken, 25 Autos reparieren und 100 Mal Trinkgeld kassieren. Das ist eine ganz schöne Menge. Ich gucke mal gerade, ob ich noch irgendwas auffüllen kann. Guck mal, hier haben wir noch ein paar Chefons übrig. Die können wir da noch reinpacken. Eis ist, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen raus. Nein, ich will kein Eis nehmen. Ich will Eis füllen. Ist, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen was rausgekauft worden. Zeitungen können wir auch schon wieder hier. Gut. Oh, da ist jemand auf dem Klo. Das hat man aber deutlich gehört. So, hier haben wir noch ein bisschen was zum Reinpacken. Dann ist alles ja relativ schön voll. Sehr gut. Ach, die zwei tanken wir auch noch schnell. Und dann gucke ich mal, an wen ich so weitergeben kann. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich über einen kleinen Raid freut. Und wie immer bitte ich euch natürlich, da mit reinzuspringen, weil Support ist ja kein Mord und die freuen sich immer drüber, die Leute, einen Besuch zu bekommen, von außerhalb quasi. So, ich schaue jetzt einfach mal, wer da so in Frage kommt. Daniel? Streamt der Daniel? Oh, komm! Der hat, glaube ich, noch nie einen Raid bekommen. Lasst uns Daniel raiden, oder? Wir raiden Daniel. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Morgen geht es dann weiter. Würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid. Vielen Dank natürlich auch für die ganzen Subs und Bits und eure Unterstützung. Hat mich sehr gefreut und ich freue mich auch schon auf euch auf morgen. Tschüss, macht's gut und danke fürs Zuschauen. Ab in Raid zu Daniel. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tschüssi!